herzlich willkommen hier wieder auf dem Kanal von Isira. Heute heisst es wieder Ischla am Grill. Wir machen heute einen Rinderschmorbraten im Dutchofen. Für das brauchen wir hier Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Rüebli, Herdöpfel, ein bisschen Peperoni und ein paar Chilis. Das schneiden wir alles klein. Den Topf tun wir mit Butter ein bisschen einfetten und dann wird das Gemüse drin verteilt. Bei den Herdöpfeln nehmen wir festkochende, sonst gibt es am Schluss noch eine Pampe. Und die anderen Zutaten schneiden wir einfach so in lebige Häppchen, mundgerecht würde ich sagen. Dann kommt Barbecue-Sauce rein. Das gibt dem Ganzen eine gute Würze. Dann habt ihr einfach, was ihr im Moment gerade am liebsten habt. Bei mir ist es auch so ein Mississippi American Style. Und jetzt brauchen wir Senftauben. Mit einem Bachpinsel schmieren wir den Rinderbraten schön einschmieren. Schauen, dass er überall ein bisschen Senf dran hat. Und dann kommt Salz und Pfeffer drüber. Weil es so schön ist, machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch noch einmal. Grobkörnig Salz, Pfeffer aus der Mühle und dann kommt der Braten oben auf das Gemüse in Dutchofen. Salz und Pfeffer über das Gemüse. Und dann geht es ans Feuer machen. Am besten im Anzündkamin habe ich hier schon vorbereitet, ein paar Blicke am Vorglühen. Wir brauchen etwa 8 bis 15 Stück. Dutchofen drauf, Deckel zu und oben auf dem Deckel nochmal 3-4 Blicke. Jetzt heisst es 2-2,5 Stunden Geduld haben und dann sieht es etwa so aus, schön am Schmoren. Und jetzt die beste Zutat, nebst Speck natürlich, ein Bier, einen halben Liter kommt rein. Und hoffentlich hat es noch ein zweites im Kühlschrank für mich. Deckel wieder drauf und weitere 2,5 Stunden ungefähr. Denkt daran, die Brücke nachzulegen, dass die Hitze schön konstant da ist. So sieht es aus, 2,5 Stunden später, insgesamt rund 5 Stunden. Der Braten fertig geschmort und jetzt ein scharfes Messer holen und anschneiden. Das ist immer der beste Moment vom Rezept. Dauerfassen, grossen Löffel und dann können wir anrichten. Hier Portion Gemüse. Und eine dicke Scheibe Fleisch dazu. Und dann blende ich euch das Rezept ein. Und dann wünsche ich euch viel Spass beim Nachkochen und einen guten. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.